Hallo zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir eine Erdbeer-Quark-Torte. Das ist, anders als vermutet, eine sehr leichte Torte. Die hat meine Mutter immer früher gemacht, als ich noch Kind war. Und das war somit meine Lieblingstorte im Sommer. Und deswegen möchte ich euch das Rezept heute mal vorstellen. Wir beginnen mit dem Boden der Torte. Das ist ein Mürbeteig und dazu benötigen wir Zucker, Mehl, Butter und Eier. Diese vier Zutaten geben wir dann in eine Rührschüssel. Achtet bitte darauf, dass die Butter schon etwas weich ist und am besten zerkleinert ihr sie auch noch ein bisschen. Anschließend werden von der Küchenmaschine diese Zutaten miteinander vermengt und das dauert erstmal ein paar Minuten. Müsst ihr dann wahrscheinlich noch etwas mit den Händen bearbeiten, damit er richtig schön knetbar wird. Den fertigen Teig teile ich dann in vier Stücke und dadurch kann ich mir den besser für den Boden einteilen, sodass wirklich an jeder Stelle auch gleichmäßig viel Teig vorhanden ist. Wie ihr sehen könnt, wird der Teig einfach am Boden mit den Händen etwas festgedrückt. Ihr könnt natürlich den Teig auch ausrollen, aber für mich ist das die einfache Variante. Und wie ihr ebenfalls sehen könnt, verwende ich diesmal einen Tortenring. Das hat den einfachen Grund, dass die Creme nachher zu viel wird und normalerweise nicht in eine normale Springform reinpasst. Falls ihr keinen Tortenring besitzt und jetzt wegen einem Rezept auch keinen kaufen möchtet, würde ich euch empfehlen, einfach die Hälfte der Zutaten zu nehmen, dann passt der Kuchen auch in eine normale Springform. Und dann kommt er bei 175 Grad Umluft für 25 Minuten in den Backofen. Bevor es dann weitergehen kann, muss der Tortenboden erstmal auskühlen. In der Zeit habe ich dann schon mal den Stumpf bei den Erdbeeren entfernt und diese halbiert. Im Übrigen seid ihr bei dieser Torte nicht auf Erdbeeren festgelegt. Ihr könnt sie auch mit Waldfrüchten machen, Aprikosen, Johannisbeeren, was auch immer ihr möchtet. Nun habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr legt eine Schicht Erdbeeren auf den Tortenboden und püriert den Rest oder püriert alle und gebt sie komplett in die Creme. Ich habe mich für die letztere Variante dann doch entschieden und habe sie komplett püriert und dann der Creme beigemischt. Kommen wir jetzt zu den Zutaten, die wir für die Creme benötigen. Das sind zum einen natürlich die Erdbeeren, Zucker, eine Limette und die Schale einer Limette, Quark, Schlagsahne, Blattgelatine und Tortenguss. Der Tortenguss kommt natürlich nicht in die Creme, sondern zum Schluss auf den Kuchen. Beginnen wir jetzt mit der Creme. Dazu vermengen wir den Quark zusammen mit dem Zucker und der Limette und der Limettenschale. Dieses solltet ihr so lange verrühren, bis daraus so eine schöne fluffige Masse geworden ist. In der Zeit lege ich dann schon mal die Gelatine in kaltes Wasser, denn die benötigen wir dann gleich auch noch. Wenn die Creme schön fluffig ist, gebt ihr die pürierten Erdbeeren hinzu und lasst diese ebenfalls vermengen. Leider verabschiedet sich jetzt gleich der Autofokus. Ich hoffe, ihr erkennt trotzdem, wie rot diese Creme ist. Und das finde ich wirklich phänomenal, weil da ist nicht nachgeholfen mit Farbstoffen, sondern es ist wirklich alles natürlich. Die Creme stellen wir nun erstmal zur Seite und kümmern uns erneut um die Gelatine. Wenn diese im kalten Wasser so eine klipprige Konsistenz bekommen hat, ist sie bereit und kann in einem kleinen Topf langsam erhitzt und geschmolzen werden. Das müsst ihr unbedingt auf kleiner Flamme machen und unter ständigem Rühren. Zur geschmolzenen Gelatine gebt ihr dann zwei Löffel von der Quarkmasse hinzu und rührt diese unter. Wenn sich die Creme schön mit der Gelatine verbunden hat, folgen die nächsten zwei Löffel und auch diese vermengen wir wieder gut miteinander. Die Mischung geben wir dann zu der restlichen Creme hinzu und rühren sie erneut kräftig unter. Jetzt sind wir mit der Creme auch schon fast fertig. Ja, ich weiß, der Kuchen ist sehr aufwendig, aber es lohnt sich.
Im letzten Schritt müssen wir jetzt noch die Sahne steif schlagen und dann unter die Creme unterheben. Zum Schluss benutze ich dazu immer noch einen Schneebesen, weil dann vermengt es sich einfach noch am besten. Die Creme kommt dann auf den fertigen Tortenboden und muss dann erstmal im Kühlschrank mindestens 3 bis 4 Stunden kühlen. Sicher gehen könnt ihr, wenn ihr die Torte einfach über Nacht im Kühlschrank lasst. Am nächsten Morgen könnt ihr dann einfach den Tortenguss nach Packungsanleitung zubereiten und gleichmäßig über die Torte verteilen. Dazu geben wir das Pulver, Zucker sowie Wasser in einen Topf und kochen das Gemisch unter ständigem Rühren auf. Nach dem Aufkochen lasse ich den Tortenguss noch 1-2 Minuten auskühlen und rühre ihn dabei aber ständig weiter. Und dann kommt er wie gesagt auf die Torte. Und dann ist diese leckere Torte endlich fertig. Und wie ihr sehen könnt, sind die Farben nicht phänomenal. Ich meine, das schreit doch geradezu nach Sommer und guter Laune. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, auch wenn es viel Aufwand ist. Es lohnt sich wirklich. Am besten tut ihr den Kuchen im Kühlschrank aufbewahren. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und bis bald. Tschüss.